Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und diesmal soll es um das hier gehen, das Huawei P Smart Z, eines der aktuellsten Huawei Smartphones aus dem Juni 2019 und auch das letzte Smartphone, das Huawei herausgebracht hat vor dem großen Boykott der USA, das unter anderem zur Folge hatte, dass Google seine Android-Lizenz für das Huawei P für den Huawei-Konzern komplett eingestellt hat. Und wir wollen jetzt das Ganze mal unboxen. Und das ist ein ganz spezielles Smartphone von Huawei. Es ist ein Smartphone der P-Reihe, wie man es hier sieht. Der P-Smart-Reihe im Grunde genommen, also ein Mittelklasse-Smartphone, das aber mit einer kleinen Besonderheit daherkommt. Und das zeigt auch schon der Name Z. Das ist jetzt hier das Bundle, das mit bei Amazon zur Verfügung gestellt wird. Ich öffne das Ganze mal und zeige euch mal das Unboxing von dem Ganzen, was ihr denn da bekommt. Das ist jetzt, wie gesagt, das Amazon Bundle, das es für knapp 269 Euro, glaube ich, zum Haben gibt. Und wenn man das Ganze öffnet, dann kriegen wir natürlich hier in Folie verpackt erst einmal das Smartphone. Das lege ich mal beiseite, schauen wir uns gleich mal an. Zum Bundle gehört nämlich auch eine Micro-SD-Karte und da kommen wir auch schon mal zu einer kleinen Besonderheit, denn in diesem Huawei Smartphone gibt es tatsächlich einen Micro-SD-Kartenanschluss. Schön ist, dass Amazon hier ein Bundle bereitlegt, wo auch noch ein SD-Karten-Laser-Adapter drin ist. Also für die Leute, die das am Smartphone, die das am Laptop reinstecken wollen, der noch einen vollständigen SD-Karten-Slot hat. Das ist also eine schöne Dreingabe dafür. Ansonsten, was gibt es noch? Natürlich hier der ganz übliche Papierkram, den wir so kennen mit SIM Eject Tool, dem Quick Start Guide und der Garantie. Das war es auch schon, also es gibt keinen Case dazu, wie man das vielleicht von Honor-Geräten so kennt. Das legt Huawei hier nicht bei. Ansonsten gibt es noch ein Netzteil, das ist jetzt hier kein Supercharger, das sieht man hier, sondern ein ganz normales Netzteil. Und lasst mich nicht lügen, ihr könnt ja vielleicht selber mal drauf schauen, ob ihr es seht, und ich gucke auch nochmal drauf. Aber ich sehe jetzt hier 2 Ampere Output bei 1,5 Volt. Und das ist also kein richtiger Schnelllader. Das wird also ein bisschen was lange dauern, dieses Smartphone aufzuladen. Da kommen wir nämlich zu einer weiteren Besonderheit. Dieses Smartphone kommt nämlich mit einem 4000 mAh starken Akku daher. Und es ist ein Lithium-Polymer-Akku, sollte also auch für ausreichend Leistung sorgen. Ansonsten gibt es ein USB-C-Netzteil. Das Smartphone selber verfügt nur über die USB 2.0-Geschwindigkeit mit dem USB-C-Standard. Und dann haben wir hier noch einen ganz schlichten Kopfhörer. 3,5 mm Klinke, das heißt, das Smartphone selber verfügt auch über einen Klinkenanschluss. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich schiebe mal den Rest beiseite, packe das Smartphone aus der Folie aus. Und sehe dann schon, so sieht das Smartphone aus von vorne. Sehe auch vorne auch schon eine Schutzfolie draufgeklebt. Die kann man hier auch deutlich spüren. Wenn ich am Rand mal so ein bisschen was kratze, spüre ich da eine deutliche Schutzfolie. Ob ich die drauflassen werde, weiß ich nicht. Beim Huawei P30 habe ich sie ja abgemacht, weil sie mich genervt hat einfach. Und gerade bei den Wischgesten, die man so von der Seite machen möchte, ist das vielleicht ein bisschen was nervig. Ja, hier sehen wir die E-Mail-Nummer, die ich natürlich nicht zeigen möchte, des Gerätes. Und wir sehen ein schönes Design, so ein zweifarbiges Design, wie man das von den Google Pixel-Geräten her kennt, so ein bisschen, die man auch hier deutlich sehen kann. Ein bisschen was spiegelnder und etwas entspiegelter oben. Das ist jetzt die blaue Variante, die ich hier habe. Und es gibt noch eine schwarze Variante und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Farben, die man hier auswählen kann. So sieht das Ganze aus, so sieht die Rückseite aus, sehr schön. AI-Kamera steht auch drauf, ist kein Leica-Branding drauf, kann man auch für den Preis nicht erwarten. Vorne halt eben dieses richtig große Display und dieses Display für die Leute, die eben die Besonderheit erkennen wollen. Ihr seht hier vorne keine Sensoren oder Kameras, weil die Kamera befindet sich hier oben drin. Dieses kleine, Ausbuchtung, ne, dieses kleine angedeutete ist jetzt hier die Kamera tatsächlich, das heißt, es ist eine Pop-up-Kamera. Hier haben wir den Dual-SIM-Anschluss. Ich kann das ja mal aufmachen und euch zeigen, wie das Ganze aussieht. Man kann, soweit mir bekannt, entweder hat man die Möglichkeit, dort zwei
SIM-Karten einzulegen oder eine SIM-Karte und eine MicroSD-Karte. So sieht der Anschluss aus. Das ist also dieser Dual-Kombi-Anschluss, wie man den so kennt. Also entweder Dual-SIM oder eine MicroSD-Karte und eine Nano-SIM. Das also zu den Anschlussmöglichkeiten hier. Ansonsten befindet sich hier noch ein Mikrofon. Auf der Seite haben wir Knöpfe, Lautstärke-Knöpfe, Huawei typisch sehr knackig. Auch der An- und Ausschaltknopf sehr knackig. Auf der Rückseite sehen wir einen Fingerabdruckscanner. Wir sehen die Kameras, das ist jetzt auch eine Besonderheit. Es ist ein Dual-Kamera-System und da kommt keine Monochrom-Linse zum Einsatz, wie man das von Huawei in den letzten Jahren so gewohnt war, sondern es kommt eine 16-Megapixel-Kamera mit einer Blende von 1.8 und einem Phasenautofokus daher und eine 2-Megapixel-Kamera, die nur für die Tiefenunschärfe oder für die Tiefenschärfe da ist und dann diese Tiefenunschärfe-Effekte erzeugen kann. Das also die Kameras auf der Rückseite. Die eingebaute Kamera hier, die rausfahren kann, diese Pop-Up-Kamera, so würde ich sie mal nennen, hat jetzt 16 Megapixel und eine Blende von 2.0. Und beide Kameras, also die Hauptkamera und die Kamera, können in Full HD Aufzeichnungen bei 30 Bildern pro Sekunde liefern. Ansonsten unten der 3,5 mm Anschluss für Klinkenanschluss für das Headset, weiteres Mikrofon USB Typ C und der Monolautsprecher. Ich schätze mal, der Monolautsprecher ist gewohnt gut. Das Gerät selber ist ein bisschen was schwerer, als wie man das so gewohnt ist vielleicht von anderen Geräten. Das liegt vielleicht auch am Akku. Es ist ein ziemlich großes Gerät, wie man sehen kann, aber ihr seht hier schon, es ist hinten gecurved. Das heißt, hier gibt es tatsächlich Abrundungen und die sorgen dafür, dass das Ganze wirklich gut in der Hand liegt. Und man kann dann den Fingerabdruckscanner wunderbar erreichen, wie man hier sehen kann. Und auch den Anschaltknopf für die Lautstärke muss ich ein bisschen was umgreifen, aber das war es dann auch schon. Ja, ihr wollt sicherlich auch was von Display sehen, deshalb mache ich das Gerät mal an. Ich gehe davon aus, dass das Gerät wie viele Geräte dann auch mit ein bisschen was Strom ausgeliefert kommt. Die Kamera sollte auch den Fokus erwischen. So. Und da sehen wir das Huawei-Logo auch schon. Es fährt jetzt das erste Mal hoch und dann muss es natürlich eingerichtet werden. Und eventuell sehen wir dann das Display, wie es sich mit den Display-Rändern verhält, weil das ist auf dem Video, glaube ich, recht schwer zu sehen. Jetzt kann man es, glaube ich, recht gut erkennen. Die sind also ziemlich dünn, die Displayränder, gehen an der Seite nicht so weit, dass ich sagen würde, dass es stören würde. Unten natürlich immer so ein bisschen so ein Kinn, aber es ist also doch deutlich noch angenehm zu benutzen. Oben sehen wir auch, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, oben gibt es auch einen Lautsprecher, also eine Hörermuschel, die jetzt hier oberhalb angebracht worden ist in diesem Kinn, in dieser Stirn. Im Grunde genommen, das heißt, das ist also auch kein Problem. Die Folie, naja, ich werde sie wahrscheinlich abmachen. Was kann man zu den technischen Daten und Innereien des Produkts auch noch sagen? Also Huawei hat hier einen 6,59 Zoll großes Display eingebaut. Es ist kein AMOLED-Display, sondern ein IPS-LCD. Und es hat eine Auflösung von Full HD gestretched. Sagen einige, ja, bei fast 6,6 Zoll ist das nicht zu klein. Nun ja, ich kann jetzt hier keine Pixel erkennen. Und das Einzige, was ich erkennen kann, ist unten so ein bisschen Bleeding. Was ich noch mal sehen kann auf der Kamera. So ein bisschen kann ich es hier erkennen, dass das hier so ein bisschen dunklere Schatten wirft. Aber wir müssen natürlich den Preis in Betracht ziehen. Unter 300 Euro, da kriegen wir halt eben so ein modern aussehendes Smartphone ohne Frontkamera, sondern einer Pop-Up-Kamera. Und das ist doch recht gut. Im Inneren werkelt ein High Silicon Kirin 710 in der F-Variante. Das ist so eine etwas höher getaktete Variante, die also noch mehr Performance raushauen soll. Und das ganze Gerät dadurch halt eben recht schnell und flüssig laufen lassen soll. So, ich mache jetzt hier mal die Schnelleinrichtung so ein bisschen durch. Eine SIM-Karte kann man einlegen, überspringe ich jetzt mal. Und ich kann Daten importieren, das habe ich ja auch schon mal gezeigt mit dem HWP30, wie man da Daten importieren kann von einem anderen Smartphone. Und das werde ich gleich auch nochmal machen, um das Gerät ausführlich testen zu können. Ansonsten, ja, falls ihr Fragen habt, Kommentare habt, könnt ihr mir natürlich schreiben. Ansonsten gebt einen Daumen nach oben, liked das Ganze, abonniert das Ganze auch
Und falls ihr noch mehr Spezifikationen haben wollt, wisst ihr natürlich, wo ihr die ganzen Spezifikationen auch finden könnt zu diesem Gerät. Ansonsten werde ich natürlich das Gerät auch ausführlich testen mit diesem großen Display und mal schauen, was dabei rauskommt.